السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ein berühmter Fehler beim Lesen der Fatiha ist in der vierten Ayah von Surat al-Fatiha, wenn man die Basmala nicht mitzählt. Und zwar, dass viele Leute statt Iyaka, Iyaka sagen. Iyaka. Iyaka in der Lautumschrift mit nur einem Y im Arabischen, als wäre auf dem Ya nur eine Fatha und keine Shadda, hat eine ganz andere Bedeutung in der arabischen Sprache als Iyaka. Iyaka, das ist die korrekte Aussprache mit einem doppelten Y in der Lautumschrift und mit einer Shadda im Arabischen. Iyaka bedeutet so viel wie dir oder dich. Das andere Wort, Iyaka, hat eine ganz andere Bedeutung. Denn im Arabischen Iya bedeutet entweder die Sonne oder die Sonnenstrahlen. Deswegen, wenn jemand sagen würde, Iyaka na'budu, dann bedeutet das, ich bete die Sonnenstrahlen an. Und deswegen müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir den Koran Karim richtig lesen lernen, damit wir inshallah ta'ala die Bedeutungen der Ayat nicht versehentlich verändern. Wallahu a'lam.